Beim Blick auf die Meldungen über steigende Gaspreise kommen bei so einigen Verbraucherinnen und Verbrauchern Ängste auf. Viele fragen sich, ob sie sich genügend Energie künftig überhaupt noch leisten können. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox sind die Gaskosten in 2021 im Schnitt um rund 28% gestiegen. Ähnliche Tendenzen gibt es auch bei Strom und Benzin. Ausschlaggebend für den Preissprung sind vor allem die hohen Großhandelspreise und Einfuhrpreise für Erdgas. So viel steht fest. All diese Handgriffe werden in der nächsten Zeit mehr Kosten verursachen. Die Preise für Strom, Öl und Gas steigen. Was jedoch auf jeden einzelnen Haushalt zukommt, ist noch unklar. Die Neubrandenburger Stadtwerke haben rund 40.000 Strom- und 6.500 Gaskunden. Und der Energieversorger ist wie alle anderen auch abhängig vom Geschehen auf dem Weltmarkt. Die Speicher in Deutschland sind viel leerer als in den Jahren zuvor. Das heißt, wir brauchen mehr Gas. Es wird aber nicht genug Gas über LNG mit Schiffen nach Deutschland transportiert oder über die Pipelines, insbesondere aus Russland. Da sind die Mengen verknappt. Das treibt den Gaspreis hoch. Und bei Strom geht der CO2-Preis an der Börse hoch. Und auch Kohle und Öl werden immer teurer. Dadurch geht dann insgesamt auch der Strompreis an der Börse hoch. Noch beobachten die Neubrandenburger Stadtwerke die Entwicklungen auf dem Energiemarkt. Doch spätestens Mitte November werden sie ihre neuen Preise den Kunden bekannt geben. Mit einer Anruferwelle rechnen dann auch wieder die Verbraucherzentralen im Land. Sie raten schon jetzt, wer durch einen Anbieterwechsel sparen will, sollte im Internet genau hinschauen, auch wenn Bonuszahlungen auf den ersten Blick reizen. Es wird ja abgebildet in den Portalen, der derzeitige Preis, und dann die Preiserhöhung wird ausgewiesen, sodass man schon gucken kann, wohin die Reise geht und ob man sich verbessern kann. Und das Wechseln selbst ist sehr unkompliziert. Das geht meistens gleich über diese Portale. Und dann wird geprüft, ob Kündigungsfristen einzuhalten sind und dergleichen. Und dann wird auch der Tag des Übergangs vom alten zum neuen Vertrag mitgeteilt. Also immer versuchen, den persönlichen Kontakt zum neuen Anbieter herzustellen. Die haben alle Servicebüros. Während die Energieversorger noch keine neuen Tarife gucken lassen, geht man bei der Verbraucherzentrale beim Strom von mindestens 10% Preissteigerung zum Jahresende aus. Und die Klimapolitik werde die Preise noch weiter in die Höhe treiben. Wir brauchen zusätzliche Windkraftwerke, wir brauchen zusätzliche Solarerzeugung, damit die Preise sich dann auch stabilisieren können. Und wir auch im Blick haben, dass ja Ende nächsten Jahres die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen, dass perspektivisch die Kohlekraftwerke vom Netz gehen und auch später dann die Gaskraftwerke. Das heißt, ohne mehr erneuerbare Erzeugung wird das ganze Energiesystem so nicht funktionieren. Verbraucher, die künftig nicht noch mehr draufzahlen wollen, sollten ihre eigene Energiewende anpacken. Und die fängt vielleicht schon bei diesen vielen kleinen Dingen an. Energiesparen ist also das Stichwort. Das lassen wir uns nun einordnen von Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. In Großbritannien führten die großen Preissprünge zu mehreren Pleiten bei Billiganbietern. Dort fürchten die Menschen, im Winter in der kalten Wohnung zu sitzen. Haben wir in Deutschland ein ähnliches Problem zu befürchten? Na, der Großbritannien-Markt ist anders strukturiert. Diese Probleme haben wir so eher nicht zu befürchten. Aber in der Tat ist es so, dass die Gaspreise tendenziell steigen werden. Und je nachdem, wie die Versorger sich auch durch Verträge aufgestellt haben, wird man sehen, wie sie es auch weiterreichen werden mit einer gewissen Zeitverzögerung. Und das betrifft dann in der Tat die Heizkunden, alle Energiekunden, auch die Industrie. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben gegensteuert und alles dafür tut, dass man zukünftig sich besser vorbereitet eben auf solche fossilen Konflikte, die auftreten können, auch ausgelöst durch die Weltmarktsituation und durch Russland, indem man eben mehr tut, um Energie einzusparen und die erneuerbaren Energien sehr viel schneller ausbaut. Was genau kann noch getan werden, damit Strom in Zukunft bezahlbar bleibt?
Ja, der Dreh- und Angelpunkt ist hier in der Tat der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die wirken preissenkend, weil im Moment steigen die Preise für fossile Energie. Fossiles Erdgas ist sehr, sehr teuer, dann auch Kohle und Öl. Also in der Summe muss es darum gehen, dass wir wegkommen eben von diesen teuren Energien hin zu mehr erneuerbaren Energien. Die senken den Preis auch an der Strombörse. Jetzt beim Strompreis muss man sagen, aktuell ist es so, dass aufgrund der Tatsache, dass wir so hohe Strombörsenpreise haben, die EEG-Umlage eher sinken wird, weil die sich errechnet zur Differenz eben zum Großhandelspreis für Strom. Das heißt, da gibt es auch preissenkende Faktoren jetzt schon. Aber in der Summe und auch perspektivisch muss es darum gehen, mehr erneuerbare Energien wirken auf jeden Fall preissenkend. Gibt es aus Ihrer Sicht denn auch noch andere Möglichkeiten, wie man die Verbraucher vor Preissprüngen bei Öl und Gas schützen kann? Ja, das Energiesparen ist hier natürlich zentral. Da gehört die energetische Gebäudesanierung dazu. Und wenn man schon energetisch saniert, sollte man vor allen Dingen auch dann erneuerbare Energien, Wärmepumpen, andere Energieformen einsetzen. Das ist das eine, was man beim Heizen tun kann, bei der Mobilität dann tendenziell mehr Bahnverkehr, besseren Schienenverkehr, mehr Elektromobilität, um da auch nicht diese Preissprünge so zu erleben. Das ist so das eine. Und jetzt akut, ich meine, kurzfristig kann auch jeder Verbraucher selber nachschauen, wo es preiswerte Angebote gibt und sich da auch kundtun, auch im Internet oder Verbraucherzentralen und dann gegebenenfalls auch wechseln, weil hier gibt es tatsächlich große Unterschiede, weil die Versorger eben sehr unterschiedlich auch Verträge haben und diese Preise unterschiedlich weiterreichen. Bei Blick auf Menschen mit niedrigem Einkommen ist das ja eine besondere finanzielle Last. Was denken Sie? Würden Sie sagen mittlerweile, dass in Zukunft vielleicht das Ganze nur noch Luxus wird, also Strom? Nein, also der Strompreis muss kein Luxus sein. Die erneuerbaren Energien wirken preissenkend und das ist gerade beim Strompreis sehr wichtig, auch perspektivisch. Je mehr erneuerbare Energien wir haben, desto geringer da auch die Preisausschläge. Die entstehen ja im Moment durch fossile Energien. Das heißt, das ist kein Luxusgut, wenn man es richtig macht und auch die Energiewende forciert. Aber was jetzt wichtig ist, dass man den Umstieg eben auch voranbringt und die größten Kostenkomponenten entstehen im Moment beim Heizen und der Mobilität. Und wenn man Haushalten, Niedrigeinkommensbezieher wirklich helfen will, sollte man eine Pro-Kopf-Rückerstattung der CO2-Aufkommen, der CO2-Preisaufkommen geben. Denn das bevorteilt tatsächlich und entlastet Niedrigeinkommensbezieher, die ja ohnehin einen niedrigen CO2-Fußabdruck haben, aber auch ein geringes Einkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man dagegen steuert. Welche Beispiele sind bei erneuerbaren Energien ein gutes Vorbild? Ja, wir brauchen alle erneuerbare Energien, Windenergie, da müssen mehr Flächen ausgewiesen werden, Genehmigungsverfahren auch erleichtert werden, finanzielle Beteiligungen ermöglicht werden. Das ist sehr wichtig, dass wir da schneller ins Handeln kommen, damit die Windenergie auch schneller vorangeht. Und da sind gerade pauschale Abstandsregeln wie in Bayern oder Nordrhein-Westfalen schädlich, da muss man auch von weg. So, das ist die Windenergie, aber auch die Solarenergie ist wichtig. Erneuerbare Energien sind Teamplayer, wir brauchen alle von ihnen. Das heißt, wir müssen sie auch flächendeckend überall ausbauen und dann dafür Sorge tragen, dass sie gut miteinander verzahnt sind und damit auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass wir überall versorgungssicher Strom haben, perspektivisch auch mehr Speicher dann einsetzen und dann haben wir eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Da müssen wir auch hin und das ist auch ein System, was dann tatsächlich kosteneffizient ist. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, herzlichen Dank. Danke Ihnen.